Supportnet erklärt. Heute den Datenschutz. Datenschutz ist in Deutschland ein Grundrecht. Grundsätzlich soll jeder selber entscheiden können, welche persönlichen Daten er öffentlich macht. Dies soll den gläsernen Menschen verhindern. Genauer heißt Datenschutz, dass personenbezogene Daten gegen Missbrauch geschützt werden sollen. Aber was bedeutet das? Nehmen wir einmal ein Beispiel. Das ist Lutz. Lutz liebt es über Facebook, mit seiner Familie, Annika, Peter und Bobby, in Verbindung zu bleiben. Außerdem hat Lutz mit dem Abschluss der Anmeldung zugestimmt, dass Facebook alle seine Daten benutzen darf. Und was hat Facebook von seinen Daten? Ganz einfach, die sind bares Geld wert. Facebook bietet so der Werbeindustrie die Möglichkeit, die Werbung direkt auf Lutz und alle anderen zu schalten. Das heißt, Lutz bekommt zum Beispiel nur Werbung für ein familientaugliches Auto und Hundefutter. Im Gegensatz Annika mehr Werbung für Klingeltöne bekommt. Was bringt dann der Datenschutz? Lutz und alle anderen können bei Facebook Auskunft über ihre gespeicherten Daten verlangen und außerdem dafür sorgen, dass diese gelöscht werden, wenn nötig. Aber dementsprechend gibt es dann auch kein Facebook. Das alles gehört zum Datenschutz.